So, die Strecke kenne ich jetzt noch nicht so gut auswendig. Aber naja. Aber ich freue mich schon drauf. Coop-Modus hatten sie ja angekündigt am Anfang, wo ich das Spiel mir zuerst geholt habe, war der Coop-Modus ja mit drinnen. Und stand zumindest in der Beschreibung drin, dass er kommen soll. Schauen wir mal. Ich lasse mich da gerne überraschen. Auf jeden Fall, Elektro wird auch kommen. Und Passagiere, anscheinend kann man schon Passagiere fahren. Das ist jetzt kein Witz. Also ich habe mal geguckt, irgendwann mal, die Tage habe ich mal einfach mal so die Rail Ready eingegeben bei YouTube. Da gab es auch Videos, wie sie mit Personenwagen fahren. Habe ich da irgendwas übersehen bei den Jobs oder so? Oder gibt es bei der Passagierstation? Ja, ich muss da echt mal gucken. Hat den Food Factory Passagier. Da. Vielleicht ist da ja was, ein Job oder sowas. Ja, die kleine Diesel, die geht auch ab wie Schmidts Katze, das kleine Mistvieh. Steuert besser durch als wie die große. Also gut, vom Power her jetzt nicht so, aber die hat. Geht besser. Zum Rangieren geht sie echt gut. So. Oh, kriegen wir hin. Hier ein bisschen kurz konzentrieren. Jetzt ist doch ein ganz anderes Fahrgefühl mit diesen kleinen paar Tonnen da rumzueiern. Active Route, Clear, Train in, Change, Train in. Ja, wir haben die Hälfte abgegeben. 802 Tonnen, oder? Ich bitte euch, ist ja gar nichts. Echt? Man kann die spawnen? Wo kann man denn Personen spawnen? Ist das eine Mod oder ist das hier im Spiel? Krass. Jetzt bin ich gespannt. Personenrouten gibt es noch nicht. Ah, schade. Schade. Ja, wäre schon was. Ach ja, ist eine Mod. Stimmt, habe ich auch irgendwas gesehen gehabt. Ja, weil die Bahn, wir sind ja schon da. Ich weiß nicht, warum sie das nicht mit gleich reingebaut haben. Hm. Naja. Ah. Ja, mache ich. Ich werde mich mal erkundigen. Ah, schön. Bei Personen würde ich auch schon gerne fahren. Ich bin ja in Real Life eigentlich kein Güterzugfahrer, weil. Ja, weiß nicht. Bin da nicht so der Freund davon. Aber. Naja, jeder hat seinen Geschmack. Aber im Spiel macht es ja Spaß. Train Simulator habe ich auch meistens nur Güterzüge gemacht. Weil es ja doch ein bisschen anspruchsvoller ist. Hast doch mehr so rot und sowas. Auch wenn es manchmal nicht so echt real-life-mäßig ist. Es ist grauenvoll, wenn man Lokführer ist und man spielt solche Spiele. Naja. Vielleicht sollte ich doch wieder anfangen mit Farming-Simulator. Kumpel spielt das schon die ganze Zeit wieder. Schauen wir mal.
mal kurz. Spielt das immer noch? Ja, das spielt es immer noch. Was ist los mit? Ah, Farming Simulator. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Vielleicht mache ich das mal. Und ja. Gib mal meinen Stoff. Also ich bitte dich, Bettina, das sind nur 800 Tonnen plus Lok. Oder mit Lok. Mit zwei Loks sind es 800. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hier stehen 188 Meter. Dem hier. Ah, die Lok ist mit dabei. Gut, Master. Hey, das ist nicht Master Tag. Das war Destroy All Humans. Hallo, ich als alter Flacherdler wollte schon immer mal sag, die Erde übernehmen, die angebliche Murmel. Master Tag. Ja, Entschuldigung. Ich kann ja nicht nur T-Rail machen. Ja? Aber Farming Simulator können wir mal angehen. Ist bestimmt lustig. Gibt's auch ganz viele Mods. Also ich habe da jetzt mal wieder reingeguckt. Alter Verwalter, gibt's da Mods? Das ist ja fast wie Transport-FIFA. Da gibt es ja auch wieder Unmengen an Mods, also Loks, Wagen, was haben wir jetzt überhaupt? Ah, okay. Wagen gibt es da haufenweise, Gebäude, du kannst wirklich auf Schönbau machen, also Modelleisenbahn spielen, am feinsten. Und ich bin ja eigentlich eher so ein Spieler, wenn ich so ein Spiel wie Transport FIFA, Geld machen, schöne Strecken bauen, also versuchen, gute Strecken, sinnvolle Strecken zu bauen. Und dann sag. Auf Profit aus. Ja, ich bin eher so ein Profitfahrer. Guckt den Film? Ja, ich kenne doch Master Tag. Ich kenne doch Master Tag. Wer kennt den Film nicht? Ich bitte dich. Es ist wie E.T. E.T. kennt auch jeder. Ich habe eine Freundin, die kannte E.T. nicht. Aber zusammen E.T. angeguckt, dann kannte sie auch E.T., da konnte sie ja nicht mal mitsprechen. E.T. nach Hause telefonieren. Naja. Food Factory ist noch ein bisschen. Forest würde ich auch mal ansteuern, aber ich weiß nicht, wer hier Forest braucht. War ich auch noch nicht. Zu Hause, das Zuhause wollte ich eigentlich euch auch mal zeigen. Da fahren wir auch noch mal. Mein Zuhause. Sommel ist ein echt bescheidener Weg. War jetzt zu schnell. Sommel ist auch echt bescheidener Weg. Und den Weg hier unten bin ich auch noch nie gefahren. Gibt noch so viel zu entdecken. Ja. Gut. Ich sollte mir auf die Geschwindigkeit anhören. Kann man mal das Dunkle drauf. Sieht schon nice aus. Gut, hier ist es halt ein bisschen ja, mit dem Blenderich. Aber hier so machen. Nee. Transport habe ich so weit übermoddet, dass ich keine Lust habe. Ja. Ah, schön.
Ja, Transport FIFA ist so ein Spiel, da kannst du alles reinklatschen und danach geht gar nichts mehr. Weil dann das Problem ist, irgendeine Mod funktioniert dann nicht mehr und dann kackt das Spiel dir andauernd ab, egal was du machst. Und dann find mal die Mod raus, dass deine 190 Mods, die du wahrscheinlich reingeklatscht hast. Ah, hör mir auf. Kenn ich. Ich habe auch zurzeit keine Lust auf Transport FIFA, weil ich müsste von vorne anfangen. Das schreckt mich da ein bisschen. Das ist so ein bisschen gerade Abfuck für mich. Ich hatte eine Karte gehabt, ganz groß. Also das Größte, was man machen kann an Kartengröße. Aber auf 4x3 ist die etwas nach oben gezogenere. Ich hätte echt eine schöne Karte gehabt. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Und was war dann das Problem? Ich habe kein Geld mehr reingekriegt. Also ich habe ohne hier Schönbau, also ich muss einnehmen, dann kann ich erst bauen. Ich habe kein Geld mehr reingekriegt. ICEs fuhren. Das fuhr. Ja, ich habe kein Geld mehr reingekriegt. Ja. Ich habe dann auch rausgefunden, warum irgendwann mal. Die Leute in den Städten wollen ja auch shoppen gehen. Deswegen sind die Leute, ist mir dann aufgefallen, mit dem ICE immer in die eine Richtung gefahren, um da zu shoppen. So gesehen. Und dann wieder so zurück. Weil auf die anderen Seiten, wo noch Stationen waren, da war nichts. Das ist so, ja. Ja, und dann habe ich, sagen wir mal so, dachte ich mir so, hey, hast du eine neue SSD gekriegt, hast jetzt zwei SSD, machst du eine Windows-SSD und eine Spiele-SSD. Ja, also so viele große Spiele, so Transport, FIFA, GTA und so ein Scheiß, ja. Gut, machen wir das. Also, Windows runtergeklatscht von der HDD, neu draufgeklatscht auf die SDD, SSD, so. Ja, was soll ich sagen? Steam installiert, Transport FIFA installiert und voller Vorfreude. Ja, 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 ja. Ja. Arschelecke. Der Spielstand war weg. Und seitdem, oh, schon wieder von vorne anfangen. Und Forest habe ich, boah, lass mich lügen, 30 Stunden gespielt. Bin ich noch etwas minimal von dir entfernt. Weiß ich nicht. Ich habe vorher jetzt nicht so lang gespielt. Vielleicht hat es mich auch nicht so gefesselt. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen jetzt gleich da sein. Okay, nein, eine Weiche noch und dann sind wir da. Das ist ein Abzweig. So, zwischendrin sollen wir ja was trinken, wenn es so warm ist. Machen wir das doch mal. Prost! Komischerweise, ich bin gerade echt vorsichtig hier beim Fahren. Ich weiß gar nicht. Captain, wir haben ein Problem. Was denn? Was denn? Unsere Energie lässt nach. Ich habe schon wieder keinen Sprint. Hallo? Was ist los mit dir? Oh, hat die Food? Ja, Food hat. Sehr gut. Ja, es reicht jetzt locker noch bis Food. Bloß was habe ich noch eine zweite Lok hinten dran. Ah, läuft schon wieder bei mir. Hätte mal auf den Sprit schauen müssen.
Es macht Kling, es macht Kling. Macht doch nicht Kling. Alles bei es muss den Punkt erreichen wie hier. Erst wenn du den Knackpunkt hinter dir hast, gehst du in das Spiel. Und das heißt, wenn ich die ersten hier Menschenkannibalen getötet habe, oder wie? Weiß ich nicht. Ich habe bei Forest, weiß ich nicht, es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber weiß ich nicht, das hat mich jetzt nicht so gefesselt. Die Rally hat mich auch schon von Anfang an gefesselt, also von dem her. Gut, am Anfang, also vor Oberhulden war es dann doch immer mal langweilig und ein bisschen nervig, weil... Ja, wer kennt's nicht? Und die Geschwindigkeitstafel, bist du da mal hier halt die 100 gefahren, dann hat sich hier rausgeschmissen. Du bist halt wirklich nur 30 gekrochen. Und mit dem Update macht schon Spaß. Und jetzt, ja gut, jetzt habe ich auch noch ein paar Hinweise gekriegt, wie ich es machen muss, aber Forest, weiß ich nicht. Ich habe mir zwar damals einige YouTube-Videos angeguckt von Forest, so ein paar Let's Plays von anderen. Wesentlich. Naja, jedem das seine. Ah, okay. Ja, so. Soll es hin? C6. Sehr geehrter Reisende, wir erreichen in Kürze unseren Ziel- und Endbahnhof Food Factory Town auf Gleis C6. Für Ihre weiteren Anschlüsse achten Sie doch bitte den Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig sowie an den Aushängen sowie Ihrem Handy und den DB-Navigator. Bitte vergessen Sie beim Aussteigen auch nicht Ihre Wertgegenstände sowie Rucksäcke und sonstiges. Schwiegereltern können gerne drin bleiben. Im Namen von jetzt ist die Pointe vorbei. Ich hätte mir vielleicht vorher einen Witz überlegen sollen, wie wir eigentlich heißen. Im Namen von Föcktrain verabschiede ich mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen recht wunderschönen guten Tag. Mein nächster Halt, Food Factory Town. Der Ausstieg beidseitig. Verdammt. Weil ich bin so blöd. Ja, kannst du gerne mal machen. Forest einführen, aber ob es was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich euch jetzt mein großes Geheimnis verraten? Wir halten es erstmal wirklich planmäßig in Food Factory Town. Fällt mir gerade mal so auf und hier stehen so ganz viele Wagen. Oh, oh, schön. Macht das eigentlich so selbst? Ja, also meine Zugbegleiter machen das noch mit den Ansagen. Der Rest ist alles computergesteuert. Also der nächste Halt und sowas. Aber so wichtige Knotenpunkte machen meine Zugbegleiter noch. Wenn sie es drauf haben. Wir haben auch manche, also ich habe einen oder ein paar, die machen nur Meister halt mit dem Hauptbahnhof. Wir haben weitere Reisemöglichkeiten. Achten Sie doch mit den Lautsprecher durch, sagen haben Bahnsteig, wir den aushängen, in einem von bla bla bla. Verabschiede ich mich noch, wenn ich noch einen schönen Tag habe. Und dann hast du wieder welche, die so bla 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 bla. Und ja, den Rest könnt ihr euch denken, das geht dann so 8 Minuten gefühlt. Oh, ich hätte den Roadrunner aktivieren können. Jo, dann sind wir jetzt im Food Factory Town. Und halten da zum ersten Mal planmäßig. Jo, Mann. Müsste eigentlich theoretisch gereicht haben. Das Gleis ist lang genug. Oh. Schnuckipups. Ich muss mal gleich tanken fahren, das willst du, oder? Ah, oh, ja, perfekt gepasst. Also, dann bringen wir mal so gesehen.
Jetzt muss ich kurz gucken. Ich war hier noch nie in Food Factory dran. Wo ist denn hier? Da müsste es sein. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal kurz das kleine Babychen tanken. Damit wir hier rangieren können. Und dadurch, dass wir jetzt hier in Food Factory sind, und den Auftrag hier schnell abgeben. Warte mal, ich war hier doch schon mal, oder? Nee, hab ich noch nie was gemacht. Wo ist denn jetzt hier der blöde Eingang? Danke. So, wie fahren wir denn jetzt? Oh, 170. Ja, schauen wir mal, vielleicht geht das jetzt auch so. Day, Nacht, off. Ah, ich muss gar nicht aus dem Spiel raus. Schön. Ja, machen wir es doch einfach so. Bei Tags ist besser. Ich habe jetzt diesen Nachtmodus ausgemacht, weil da war echt ein bisschen. Naja. Wir fahren schnell mal tanken. Ich habe da so eine kleine Babylok entdeckt. Die nehmen wir dann fürs Rangieren, würde ich sagen. So. Obwohl, er verbraucht ja auch wieder unendlich an Versicherung wahrscheinlich. Stationsmap. Wir sind in C. Das heißt, hier raus, hier rum, da zur Tanke. Ja, dann machen wir das doch mal. Eine ganz blöde Frage. Ja, Train-Info ist weg. Tracker. New Route. From Jobcast to Job Destination. Ah, man kann sich auch hier selber hier. Ah, okay. From Last Use Locomotion. Back. Route Manager. Cruise Control. Experimentell. Diese Loco AI. Settings. Back. Count, Special Track, Stop IE. Schauen wir mal, Machine Factory, dann hat er auch hier T1, was ist denn T1? Boah, keine Ahnung, was T1 ist. Probieren wir es einfach mal. Hä? Was ist denn T1? Ja, war mir klar. Die 1 kennt er gar nicht. Settings. Schon Machine Factory dann. A, B, C, D. Ja, war mir klar. Ne, da fahren wir jetzt selber hin. Mann. So. Ist ja doch nach vorne, ich bin mal, ja? Wegen Weichen. Ja, war mir klar. Ja, es sieht schon wieder besser aus hier, würde ich sagen. Wir müssen das ganz raus. Hier lang. Wir fahren mal nur schnell kurz tanken, weil diese bisschen alle.
zu verstehen. Hopp. Komm schon, es hat gereicht. So.